Wir stellen uns so Sachen vor, wie Parkplätze zu Parks zu transformieren, nochmal eine Straße stillzulegen, zu sagen, das ist jetzt ein sozialer Ort und nicht mehr ein Ort für Verkehr. Grundsätzlich mehr Raum für eine menschlichere Stadt, eine lebenswertere Stadt, wo wirklich der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Hallo, ich bin Till. Ich bin ein Designer und ein Stadtaktivist aus Hamburg. Zusammen mit Jon Sorbin vom Künstlerkollektiv N55 aus Kopenhagen. Wir bauen eigentlich eine ganze Reihe von Tools für, ich sag mal, um die bessere Welt von morgen auch herzustellen. Es geht ganz oft darum, Leuten die Kontrolle zurückzugeben, zu sagen, so, wie will ich wohnen? Wie will ich meine Nahrung produzieren? Wie will ich mich fortbewegen? Wie will ich meine Energie produzieren? Das ist das Circular Living System. Kernstück ist da eine Mikrobiogasanlage. Modulare Raumsysteme. Da geht es ganz oft darum, dass nicht die Bauindustrie entscheiden soll, wie wir wohnen wollen, sondern dass die Nutzer selber entscheiden können, wie groß ist mein Haus, wie lang ist das, was brauche ich für Funktionen. Die fahrende Mobilitätswerkstatt baut ja auf unseren Lastenrädern auf unseren XRZ Cargo Lastenrädern. Sie sind aus Standardmaterialien zusammengeschraubt. Das heißt auch, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, sie lokal herzustellen, und zwar zu fairen Bedingungen und ökologisch nachhaltigen Bedingungen. Das ist so die klassische XYZ-Verbindung. Das sind Aluprofile zusammengeschraubt und immer diese drei Seiten, die XYZ-Achse, da kommt auch der Name her. Und dadurch ist es super stabil und daraus werden sozusagen alle die Space Frames gebaut, die XYZ-Cargo-Räder. Das sorgt dafür, dass es alles so leicht und trotzdem stabil und belastbar ist. Und deswegen können auch die Räder ganz schön was ab, auch wenn sie so erstmal ganz elegant und zierlich aussehen. Vorteil vom modularen Bauen ist natürlich auch, dass man sie sehr einfach anpassen kann auf die Bedürfnisse von den individuellen Nutzern. Und natürlich, dass man sie sehr einfach wieder recyceln kann in die Bestandteile. Ja, fürs Futurium haben wir ein relativ spezielles Lastenrad rausgebaut. Das baut auch auf einem von den XYZ Cargo Modellen auf. Das ist ein Rad, was in ganz Berlin unterwegs sein soll, mit dem Bewohnerinnen praktisch so die Möglichkeit haben, ihren eigenen Stadtraum zu gestalten. Es soll eine Plattform sein für Diskussionen, wie könnte denn Mobilität in Zukunft aussehen. Und wenn man über die Mobilität der Zukunft nachdenkt, denkt man, glaube ich, auch immer sofort darüber nach, wie sieht die Stadt der Zukunft aus. Ich hätte gerne, dass Stadt von den Experten gemacht wird. Und die Experten sind für mich nicht die Stadtplaner, sind für mich nicht die Investoren, sondern es sind die Menschen, die drin wohnen. Und deswegen wollen wir denen auch Tools an die Hand geben, wie sie das selbst gestalten.